Feel good. Feel good. You have to feel good now. Feel good. Guten Morgen, Internet. Heute ist Tag der seelischen Gesundheit. Deswegen hat Freddy auch nichts gesagt. Denn er kann zu dem Thema nicht sehr viel sagen. Seine Seele ist verletzt. Seit Jahren. Zu Gast haben wir heute Hannibal und Davis natürlich als YouTube-Praktikant immer noch Praktikant? Ich bin der Praktikant. Leute, ich will von euch was wissen. Manchmal kommt es vor, dass man zu Hause sitzt und Drama schiebt und sich denkt, ich habe keinen Alles klar, Freddie Mercury und Drama schiebt. Ja, Freddie Mercury war auch sehr dramatisch. Das stimmt. Und was denkt ihr, was hat Freddie Mercury gemacht, um seinen Tag zu verbessern, seine seelische Stabilität wiederherzustellen? Könnt ihr ihm irgendwelche Tipps geben? Klar, ich Freddy. Musik? Musik. Kannst du Musik? Kannst du Musik machen? Ja. Mach nochmal. Hört man das überhaupt? Warte. Okay, du spiel einen Song. Spiel einen Song, alles gut? Song? Das ist klein für einen Song. Bist du bereit? Okay. Okay. Das ist ein sehr kleines Klavier. Oh. Hat sich an diese gute Laune? Oh mein Gott, was ist... Doch, ich merke Freddie Mercury. Ich spüre, dass es kommt. Ja, oder? Ja, doch, ja. Oh doch, yeah, we will rock you. Habt ihr gute Laune? Musik hilft tatsächlich. Ich Habt ihr jetzt gute Laune? Hat's geklappt? Ja, absolut. Du lachst. Ich höre immer Wesley, jetzt. Wesley, jetzt. Wesley. Was gibt's noch so? Also Musik hören, Musik machen, Musik hören, Musik singen. Beides. Singen. Laut singen ist super gut. Ave Maria! Alleine. Oh. Alleine in einem Alleine im Dunkeln. Unter der Dusche. Dubstep duschen. Ja, bei Skrillex ist bestimmt geiler Morgen jeden Kann am Abend, ja, Techno ist doch nicht schlecht. Ich habe gehört, Techno, der Herzschlag passt sich ja gerne an Sounds an. Der ist dann so wie die Techno Bass, Techno ist extra so eingebaut, dass sich dein Herz immer schneller schlägt und dadurch bekommt man super viel Energie und Laune. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und Herzstörungen. Stimmt. Und man stirbt ein Herzinfarkt. Also, dann kann man es auch Deswegen beenden. Immer, so die berühmtesten Techno-DJs, wenn ihr euch Live-Auftritte anguckt, irgendwann kippen einfach die Leute so um. Ja, aber das ist das Wichtigste zu wissen. Weil dann weißt du doch, wenn du runterkommen willst, musst du Musik mit einem langsamen Beat hören. Und wenn du halt aufgedreht sein willst, eine aufgedrehtere Musik. Absolut. Ne? Deswegen dürfen ja auch alte Menschen mit schwachem Herzen nicht bei tickender Uhr schlafen nachts. Wer darf das nicht? Alte Menschen mit schwachem Herzen. Warum? Echt? Naja, weil sich der Herzschlag an das Ticken der Uhr anpasst und dann schlägt das Herz zu langsam und die... Stimmt das überhaupt? Das stimmt. Wir reden über seelische Gesundheit. Nee, Gesundheit. Du musst ja, um seelische Gesundheit zu erreichen, musst du eigentlich musst du leben, Körper vor allem. Man muss vor allem leben, sonst geht es einfach nicht. Tanzen hilft auch. Was denn? Tanzen für gute Laune. Singen. Videospiele spielen. Hallo, Videospiele spielen. Was denn zurzeit? Tatsächlich zwischendrin wieder Pokémon Go. Du auch? Ja, das kann man. Geil, lass mal hingehen. Caramba. Man bewegt sich. Dead by Daylight, das finde ich sehr aufmunternd. Ja. Davis, was machst du denn? Du setzt dich auf dein Klavier und spielst. Auf mein Klavier. Woo, alright. Mein ganzer Tag. Ich und du spielst Mahamanoho. Ich spiele die chinesische Songlieder. Nein, ich tanzen ist schön. Duschen ist schön. Feel good, feel good. You have to feel good now. Feel good. Aber so. Jazz und Swing gibt ja auch immer so eine groovige Stimmung. Also stimmt, immer gut gelaufen. Stimmt. Ja. So ein bisschen Bebop geht eigentlich auch immer. Und danach das noch ein bisschen fetziger. Also, es kommt drauf an. Ich höre auch manchmal so emotionale Sachen. Die machen mich auch glücklich. So melancholisch ist tatsächlich. Ja, so Filmmusik und so. Obama. Ich höre mal Harry Potter. Obama. Obama. Harry Potter Soundtracks höre ich gerne. Stimmt. Oder alle möglichen Videos. YouTube-Videos gucken mache ich auch sehr gerne, wenn ich da bin. Ich spreche es einfach mal aus. Es steht im Raum. Ich weiß, ihr guckt mich die ganze Zeit an. Comfort Food. Also, jeden Tag eine Pizza zu essen für gute Laune ist eine Überlegung wert, aber auf Dauer sieht man nicht aus wie Conqueror, habe ich festgestellt, sondern so aus wie ich. So, von daher, Leute, kann ich euch nicht empfehlen. Kommt drauf an, wie groß die Pizza ist. Ja, es sind schon 3 Luca-Pizzas am Tag. Ach so, ja, Frühstück, Mittag, Abend. Und dann gibt es noch einen Schoko-Croissant oder so. Na, und dann habe ich die Laune der Könige. Ja, ich finde auch immer sehr cool, irgendwie neue Dinge zu lernen. Irgendwie, oder mich irgendwo weiterzuentwickeln, damit man irgendwie ein Erfolgserlebnis hat. Klavier spielen zum Beispiel. Ja.
Ja, aber auch so nutzlose Sachen sind immer super. Gerade wenn ich irgendwie für irgendein Videospiel was brauche. Pokémon Go so, spielen. Ja, genau. Ich habe meinen Toast heute nicht verbrannt. Yes! Ja, das ist für mich schon ein Achievement. Mhm. Meistens. Ja, selten. Das ist man schon mal morgens gut gelaunt oder wenn das Wasser nicht angebrannt ist. Ja. Du das Wasser brennt. Wir haben ja auch noch so kleine Keynotes dazu, du hast schon gesagt, du lernst gerne was Neues. Es gibt auch noch andere Leute, die schreiben sich Listen, für was sie dankbar sind. Für nichts eigentlich. Das Problem ist halt auch wirklich bei mir, dass ich halt immer vor leeren Post-its sitze. Nee, das stimmt nicht. Weil die hängen dankbar für Hunde. Für was? Dass für Hunde? Hunde auf der Welt existieren. Stimmt, ich bin auch wirklich dankbar für meinen Wuffi, ja. Kuckuck. Der ist schon das hier. Kätzchen. Und Katzen. Und Hamster. Hasen, auch ein sehr tolles Haustier. Ja. Sind wir so die Haustiere, die einen einfach auch nicht umbringen wollen. Ja, genau. Weil bei Katzen bin ich mir da nicht so sicher. Hund. Ja, ich habe letztens irgendwie ein YouTube-Video gesehen, da hat sich eine Schlange selber gefressen aus Stress. Das war dann auch nicht What so was? Wie geht das denn? Ja, die fressen sich selber auf. Aber wo geht's dann rein? Naja, die fangen halt an, ihren Schwanz zu fressen. Aber danach kommt sie wieder aus sich selbst raus? Nein, die ja, essen sich dann so ineinander und fangen sich dann an zu verdauen. Wenn die gestresst sind, dann sterben die davon. Richtig traurig, aber normalerweise ich sind seh, mich, weiß, ich ja, sehe mich im Hotelzimmer heute Abend liegen an meinem Fuß knabbern. So. Ich bin so gestresst gerade. Keine gute Anti-Stress-Taktik. Ja, aber dann, wenn wir schon mal beim Thema Haustiere sind, Haustiere auch ein guter Faktor. Das ist super Sache, das. Ja. So lieb. Wenn Cookie wieder die ganze Gänsescheiße im Garten auffrisst, da freut man sich auch. Du nimmst das eine Beispiel, wo wir mit dem zusammen draußen waren, wo es echt stressig war, aber dieser Hund hat sich halt um 190 Grad gedreht. Der ist so chillig. Welcher jetzt dann? Der hasst es halt wirklich einfach nur angepackt zu werden. Der hasst wirklich Kelly. Nein, also manchmal hat er halt Bock. Kelly. Und Kelly hasst er sowieso. So wie du ein Video anstellst, ist der voll durch, ne? Kelly hat ihn erlebt, als er sehr, sehr jung war jetzt noch. Und jetzt ist halt jung und also immer noch nicht erwachsen, aber... Schon sehr viele Teenager. Ich gucke auch gerne Harry Potter, also wirklich so Lieblingsfilme. Ja, das macht mich so immer wieder? Happy. Welche Filme? Ja, welche immer sind deine Lieblingsfilme? Immer, ich finde es immer lustig, in allen Sprachen durchzugehen. Stimmt, das ist auch geil. Ja, eigentlich war Feuerkelch mein Lieblingsfilm, aber hat jetzt zu Halbblutbrunst geändert. Andere Numbeludore! Er kommt der Feuerrohr! Das ist eher japanisch irgendwie. Akiolo! Muss ich mal machen. Das würde mir bestimmt. Also auf Japanisch ist das auf jeden Fall mal spielen lassen. Soll ich meinem Hund aus Sitz beigebracht? Ich habe gesagt, Akio sitzt und er direkt den Arsch auf den Boden gezogen. Akio Hund to Boden. Akio Hund. Yes. So. Ja, das ist schön chillig. Warte, ein bisschen länger. Okay. Leute, was macht ihr denn, um euch gut zu fühlen? Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Außerdem guckt auf jeden Fall bei Honeyboy vorbei. Danke, dass du hier warst. Da kann man sich gut fühlen, weil man tolle Let's Plays von dir sieht. Und die guten Zeichenvideos gibt's auch. Und die super Zeichenvideos, das stimmt. Außerdem gibt's hier noch eine Folge Lach-Yoga, hilft auch gegen Stress. Und Bongo Boulevard, wenn wir schon mal bei Musik sind. Guckt euch das auch mal an und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonniert, liked. Ihr kennt den Spaß. Bye!